Sie sprachen es an, es kommen ja jetzt auch englische Wochen und so weiter, also wird eine schwierige Zeit. Eure Kaderdecke ist relativ dünn. Wie geht ihr in die nächsten Partien? Ja, richtig angesprochen. Das ist ganz, ganz bitter. Selbst ich wollte jetzt in der Winterpause gekommen, eigentlich ein bisschen helfen, ein bisschen unterstützen. Das war nie geplant, hier irgendwie 90 Minuten permanent jedes Spiel zu spielen. Jetzt aktuell wieder Olli Mertens, der hier steht mit Manschette, der operiert wurde im Laufe der Woche. Es ist ganz, ganz bitter. Wir werden es sehen. Ja, positiv ist ganz klar, wir haben noch ganz, ganz viele Heimspiele. Ja, und selbst Frankfurt, die Spieler nach dem Spiel, man redet ja, man kennt sich ja seit Jahren, auch die sagen, jeder kommt hierher und jeder sagt sich nicht, hier ist ein Selbstläufer. Ja, also jeder muss erstmal Waziersdorf gewinnen. Ja, und man sieht es auf dem Platz, man sieht auch unsere Mannschaft, wir geben nicht auf, ja, und das macht uns Mut, ganz einfach. Wie sehen Sie Ihre persönliche Rolle? Sie sagten, Sie wollten eigentlich hier nur so ein bisschen mithelfen, in Anführungsstrichen. Jetzt ein wichtiger Bestandteil, oder? Und natürlich auch als Routinier sehr wichtig für die teilweise unerfahrene Mannschaft, ne? Ja, klar. Also man versucht und pusht die Mannschaft in jeder Lage. Egal, ob es jetzt Kleinigkeiten sind, was den Trainingsbetrieb angeht, egal, ob es Kleinigkeiten sind, was das Taktische angeht. Ich habe schon viel gesehen in meiner ja doch langen Karriere. Und für mich heißt es selber positiv versuchen, bei dem Training da zu sein, versuchen, sich ein bisschen fit zu machen und der Mannschaft so viel wie möglich zu helfen. Und was macht Sie außerdem 3:4 heute, dass man gegen Frankfurt 3 Tore macht, optimistisch, dass es in Buko nächstes Jahr auch wieder Brandenburg-Liga heißt? Die Mannschaft, ganz einfach die Mannschaft. Ja, das ist ein Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Ja. Wir trainieren mit wirklich 15 bis 19 Leute, so wie sie können alle. Jetzt der eine oder andere fällt weiterhin aus. Aber also ganz einfach die Mannschaft. Ja, die Mannschaft und der Verein. Ja, das ist eine geschlossene Einheit hier. Ja, das muss man ganz, ganz, ganz deutlich sagen. Und das ist der positive Schwung, den wir alle mitnehmen und wo wir genau wissen, pass auf, jede Woche geht es weiter. Und Sie persönlich noch ein Jahr dranhängen oder gibt es da schon Pläne? Der Plan ist erstmal bis zum Sommer zu kommen, die kleinen Wehwehchen, die man dann Samstagabend bis Montagnachmittag irgendwo hatte, in irgendeiner Form auszukurieren, sich hinzulegen, regenerieren ohne Ende und hoffen, dass es dann nächste Woche wieder klappt. Im Abstiegskampf ist es trotzdem nach wie vor sehr eng. Mindestens 3 steigen ab oder sogar 4, ne? Das heißt, es wird bis zum Ende sicherlich ein Kampf gegen den Abstieg, oder? Na gut, wir gehen ja sukzessive erstmal immer von 4 Mannschaften aus, die absteigen. Das macht es für uns ein bisschen einfacher mit dem Rechnen. Aber dass das da unten eine enge Nummer bleibt, auch die nächsten Wochen, ist ganz klar. Und wir müssen ja gucken, wir haben ja jetzt auch den Vorteil, dass wir eben die Heimspiele, die wir jetzt in der Hinrunde eben nicht hatten, dass wir die jetzt dann haben. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir dann die Punkte in den dann wirklich entscheidenden Spielen holen. Ja? Frankfurt ist jetzt 3:4, ist okay. Ja, aber das war jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, die 3 Punkte sind hier sicher eingeplant. Also wir haben natürlich letzte Woche auch sehr stark begonnen, eigentlich gegen Oranienburg, ähnlich wie heute. Sind denn da auch sehr blöd eingebrochen und ja, insgesamt, und es ist irgendwie auch gut für die Mannschaft zu wissen, dass wir es eigentlich können. Ja, wir haben eine gute erste halbe Stunde gespielt, wir haben jetzt auch am Ende die 15 Minuten unheimlich viel Druck gemacht und das ist das, was wir uns rausziehen müssen für die nächsten Aufgaben. Buko war ja, haben viele gesagt, zumindest kein normaler Aufsteiger, haben viele weiter oben erwartet. Habt ihr die Brandenburg-Liga unterschätzt oder ist die einfach so stark? Also, wer die unterschätzt hat, glaube ich, der hat sich mit der Liga nicht beschäftigt. Also, die Brandenburg-Liga ist eine total attraktive Liga, da bleibe ich auch bei und deswegen wollen wir auch unbedingt drin bleiben. Aber das ist natürlich schon oben rum mit Schöneiche oder mit Ahrensfelde, Frankfurt, das ist aus meiner Sicht schon eigentlich eher teilweise Oberliganiveau, muss man schon sagen. Dass es unten hin eng wird. Wir haben ja das Problem auch gerade in der Hinrunde gehabt mit den vielen Verletzten. Jedes Spiel einer, der weg war. Jetzt haben wir wieder das Problem. Letzte Woche mit Olli Mertens fällt wieder einer jetzt lange Zeit aus. Es ist natürlich auch bitter. Und das können wir halt in der Breite. Wir haben halt keine 20, 23 Mann, wo wir darauf zurückgreifen können. So gesehen ist es für uns halt schon ein bisschen schwieriger vielleicht. Aber ja, also wir bleiben optimistisch. Wir haben sehr viele Heimspiele und wir werden unsere Punkte holen. Alles gut. Also. Eine Frage noch, genau, Sie sprachen es gerade an, Oliver Mertens, weiterer schwer verletzter Spieler, ist ja ein bisschen die Seuche dieses Jahr in Buchenwald-Siebersdorf. Ja, Problem ist, sind ja teilweise auch wirklich, wirklich Zweikampfsituationen, wo dann auch wirklich irgendein Ereignis eintritt in dem Moment, was du gar nicht vermeiden kannst. War letzte Woche auch so, ja, es war ein Zweikampf mit einem Spieler, der eben, sag ich mal, 20 Kilo mehr hat und der stürzt halt genau drauf. Da kannst du machen, was du willst, ist dann einfach auch unglücklich. Das Gleiche haben wir ja mit dem Noah Kehrstein hinunter auch gehabt, mit dem Schlüsselbein. Das ist genauso eine Situation.
das hat mit Training ja nicht viel zu tun. Ja, also von der Physis her, glaube ich, haben wir jetzt gar nicht so eine großen Defizite mehr. Da sehe ich uns eigentlich auf einem guten Niveau. Ja, und wir müssen jetzt gucken, was wir halt auch das, was wir heute aus dem Spiel mitnehmen, müssen wir jetzt ins Training transportieren und dann auf die nächsten Spiele, die jetzt kommen. Wir haben ein Mammutprogramm, wenn man sich den Spielplan anguckt, wird es ziemlich ruppig die nächsten Wochen. Und da hoffen wir natürlich, dass sich jetzt nicht allzu viele verletzen, weil sonst wird es dann doch ein bisschen knirsch. Ja, ja, klar. Genau, auch Stichwort die ganzen englischen Wochen. Ist der Kader vielleicht einfach zu dünn besetzt? Muss man da in der neuen Saison, wo in welcher Liga auch immer, vielleicht nachrüsten oder auf alle Fälle? Ja. Ich glaube, da hat keiner Zweifel dran. Es ist aber auch schwer. Wir haben uns ja in der Winterpause auch versucht, nochmal ein bisschen nachzulegen, aber das ist natürlich in der Winterpause noch viel schwieriger und jetzt ist es auch für uns wichtig, dass wir Punkte holen, dass wir aus diesem Abstiegsbereich unten ein bisschen rauskommen und einfach auch wissen, okay, wir können vom Horizont für diese Liga planen, weil jetzt auch geht ja normalerweise ab März dann auch die Planung für die neue Saison eigentlich los, tendenziell, und dann wird es auch schwer, Spielergespräche zu führen, wenn man eigentlich gar nicht weiß, über welche Liga du am Ende redest, ja, und aber Augenmerk liegt jetzt darauf, dass wir die Punkte holen, um den Verbleib in der Liga zu sichern, weil das ist das Ziel vom ganzen Verein. Also wir haben diesen Aufwand die letzten Jahre nicht betrieben, um jetzt nach einer Saison dann im Prinzip hinzuwerfen oder zu strecken. Das werden wir nicht machen. Auf keinen Fall. Alles klar, vielen Dank.